Schönen guten Tag, Radio Bielefeld. Was sagen wir denn jetzt? So gut kann ich ihn nicht erkennen. Also bis jetzt noch ganz gut. Ja, aber allgemeines Gefühl zur neuen Saison? Ja, vom Durchschnittsalter her passt das ganz gut. Ja. Und ich hoffe, dass das was Gutes wird, hoffentlich. Was ist denn so das Gefühl jetzt? Ja, ich weiß, es ist gemischt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir haben eigentlich gedacht, oder wir hätten uns gewünscht, dass die uns vielleicht die Jungs mal vorgestellt hätten. Wir kennen ja überhaupt keinen. Den Trainer auch nicht, nur aus dem Internet. Einen kennen wir, den Klos. Ja, Klosi, klar. Aber ansonsten hätte ich das eigentlich schön gefunden. Die kommen alle auf den Platz, die gucken nicht einmal nach rechts. Ich meine, die leben ja von uns, von den Fans. Und deswegen fände ich es eigentlich schön, wenn die mal sagen würden, so, jetzt stellen wir die Jungs, stellen wir jetzt mal vor. Ich finde, das ist jetzt so in Ordnung. Der Trainer hat ja nun schon mal Erfolg gehabt in Verl. Und 10. Platz war okay. Und wenn er das hier auch erreicht, ich glaube nicht, dass er den direkten Aufstieg schafft. Dazu muss man die Truppe auch erst mal sehen, wie die so zusammen spielen. Aber dann finde ich das in Ordnung. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Man sieht das neue Konzept direkt. Also wir sind hier angekommen und ich habe überlegt, ob hier überhaupt einer über 25 ist außer Fabi. Und ich feiere es. Also es ist halt die dritte Liga. Mit jungen Leuten kommt man, glaube ich, weit in so einer Liga, wenn man viel kämpft. Die haben alle Bock, die sind alle fit. Einmal angucken hier. Ferien, ne? Wenn wir gucken, wie die Mannschaft ist, genau. Mit so vielen neuen Leuten sich einzuspielen, der Trainer ist neu, alles ist neu, die ganzen Abläufe sind anders, dürfte eine schwierige Aufgabe sein und erfordert sicherlich Geduld, auch vom Publikum. Und Frage ist, hat das Publikum Geduld? Wir hoffen, dass wir wieder aufsteigen.